Hallöchen, Freunde, ich muss mich ein bisschen beeilen. Die Seeschlange ist direkt vor uns. Oh Gott, das macht ja richtig Schaden. Jawohl. Boah, die ist ja easy auf einmal. Die Frostpfeile sind's, oder? Was genau ist es, was ihr gerade so krass hittet? Ich weiß es nicht genau. Das war's? Das war's? Der Ernst? Alter, wie easy war das jetzt bitte? Und ich kacke mir die ganze Zeit ein vor den Viechern. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir brauchen hier ein bisschen genug Ausdauer. Und da haben wir unser erstes Schlangenfleisch. Geil, das schwimmt sogar oben. Das wusste ich nicht. 6 Stück. Und wieder zurück. Ja, das war ja easy. Mann, Mann, Mann. Ich mache mir die ganze Zeit in die Hosen vor dem Vieh. Weil die das letzte Mal so unglaublich krass war. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da Torga Reißzahn schon hatten. Wir hatten auf jeden Fall keine Frostpfeile, aber... Ich denke mal, mit normalen Feuersteinpfeilen hätten wir das gerade auch geschafft. Geil! Erste Seeschlange besiegt! Jawohl! Wenn das mal kein Abo wert ist, los! So, Spaß beiseite. Wir haben das erste Schlangenfleisch. Das heißt, daraus können wir auf jeden Fall richtig coole Lebensmittel herstellen. Ein Stück Seeschlange riecht nach Fisch. Wer hätte es gedacht? Ich weiß nicht, ob wir da vorhin zu weit hier drüben waren, dass wir die nicht entdeckt haben. Anscheinend schon. War jetzt ein bisschen hektisch, der Folgenstart, aber ich habe halt die letzte Folge beendet, da war sie nicht da und dann habe ich bloß schnell Aufnahme beenden und so gedrückt und gucke halt wieder ins Spiel rein und sie war direkt vor uns, also bitte entschuldigt die Hektik am Anfang. Okay, gut, dann weiß ich aber, dass das jetzt passt. Das ist relativ easy. Das heißt sogar im Endeffekt, na doch, nee, Lebensmittel müssen wir trotzdem gucken, dass wir ordentlicher haben, weil bringt alles nichts, wenn wir keine Ausdauer haben. Das Pfeileschießen verbraucht mittlerweile so viel davon. Da müssen wir unbedingt auch gut ausgerüstet sein. Na geil, dann können wir uns bald der nächsten Seeschlange entgegenstellen. Das waren ja jetzt, weiß ich nicht, 4, 5 Pfeile oder so. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Dass es so easy wird. 60 Kilo, 10 Kilo ein Fleisch. Ist natürlich heftig. Ich hoffe, die Lebensmittel lohnen sich umso mehr. Achso, wir haben Rückenwind. Entschuldigung. Jetzt, ja, das ist super. Jetzt hätte ich es mal nutzen können und sehe es nicht. Beziehungsweise brauchen wir es auch gleich nicht mehr, weil wir sind gleich da. Also jetzt wieder schön nah hier dran parken und dann auf jeden Fall beeilen. Ich glaube, hier ist es eh egal, weil so wirklich niedriges Gewässer gibt es hier nicht so richtig. Ich hoffe einfach mal, dass es so passt. Ich würde jetzt trotzdem noch schnell die Torga wegmachen. Allerdings mit anderen Pfeilen. Ich habe halt echt keinen Bock, dass die mir das Boot kaputt hauen. Boah, den habe ich wieder vergessen. Der kommt hier auch immer, der Gute. Moin. Wir machen dem wie immer keinen Schaden. Der uns, na gut, obwohl es geht. Aber der kriegt ganz schön durch die Vereisung. Kriegt der heftigst Schmerzen. Hä? Ach Mann. Jetzt aber. Der da hinten bleibt ruhig, der hält die Füße still. Alles gut. Bleibt ihr hier auch entspannt? Wehe, ihr nagt die ganze Zeit jetzt mein Boot an, Schlundis. Ich flipp aus. Ich sag's euch. Das teure Boot. Das Problem ist gerade nur, dass die ganzen Huhn hier komplett voll sind. Das heißt, wir müssen es am besten richtig einsortieren. Und ich stelle jetzt gleich ein neues Portal auf. Den Fehler mache ich nicht nochmal. So, Himbeeren. Dann haben wir auf jeden Fall noch Münzen gehabt. Die haben wir hier mit drin. Edelsteine auch. Was haben wir noch? Sortlingkerne müssen wir behalten. Das müssen wir behalten. Wir haben noch 6 Obsidian. Die packe ich jetzt erstmal nicht mit beim Stein rein. Dann packen wir es hier mit rein. Das und das. Eine Trophäe haben wir noch und Drüsen. Drüse. Hier ist noch keine von... Hier haben wir welche drin. Trophäe. Wir haben noch ein bisschen Fleisch und Wolfsfell.
Und den Rest brauchen wir eigentlich schon, ne? Jo. Ah, das Schlangenfleisch noch. Moment. Wir haben jetzt kein normales Holz dabei für eine Werkbank, aber das finden wir relativ schnell. Die Zwiebeln wollte ich auch schon längst mal pflanzen, dass die auch wachsen und gedeihen können. Aber jetzt gerade habe ich ein bisschen Hektik. So, wir nennen es diesmal Steinsuche. Ich lasse es jetzt bei den Namen. Jetzt nochmal alle umbenennen, auch wenn es nicht so ein Riesenaufwand ist. Habe ich einfach trotzdem gerade keine Lust. Händler, ABC. Wo war die Schlange? Ich glaube, hier war sie. Basis. Hier ist die Schlange. Und auf geht's. Boot steht noch. Perfekt. Vielen Dank dafür. Dann auf zurück. Beziehungsweise auf weiter. Wir haben wieder ein bisschen ausgeruht am Start. Müssen wir hier bloß wieder irgendwie rauskommen. Ach so, wir könnten... Obwohl nicht kann... Doch, ich kann hier reparieren. Aber es hat trotzdem nicht viel, ne? Ich dachte jetzt, die Schlange hat ja auch ein, zweimal reingebissen. Aber trotzdem alles noch echt entspannt. Wartet mal, wir müssen das Boot hier mal ein Stück schieben. Ohne, dass uns der Schlundi beißt am besten. Wir haben doch Rückenwind. Komm, zieh durch. Das ist perfekt gerade mit dem Wind. Der Wind guckt in die Richtung und in die Richtung hier wollen wir auch. Drückt mal die Daumen, dass es so bleibt. Wir hätten es verdient. Wir hätten es wirklich verdient, dass der Wind irgendwann mal mitspielt. Auf geht's weiter zum nächsten Gebirge. Ich bin mal gespannt, wie viel Folgen es noch dauern wird. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Das da hinten, na, das war wahrscheinlich das Gebirge, was wir gesehen haben. Aber hier sieht es noch nach Gebirge aus. Ich hoffe doch, dass es nicht wieder Ebenen sind. Aber ich freue mich sehr mit der Seeschlange, dass das so easy peasy jetzt klappt. Dann können wir uns den wirklich stellen. Ich muss nicht die ganze Zeit Angst haben, dass wir hier irgendwo überrascht werden. Ein paar Pfeile drauf und Schluss ist mit der guten. Und vielleicht haben wir ja Glück und das hier wird jetzt das Gebirge, in dem wir es finden. Ich glaube, es gibt noch so Ebenen, hat es gerade angezeigt. Ich glaube, es gibt auch noch so richtige Seemonster. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, ich habe das schon mal. Ach, Ebenen. Warum denn? Warum gibt es hier nur noch Ebenen? Aber das ist ein normales Gebirge sonst, ne? Ah, ich glaube, da vorne kommt dunkler Wald. Perfekt, dann können wir dort andocken und weiter geht's. Cool, jetzt klappt das hier mal ein bisschen schneller. Ich mag die Seite mehr. Hier drüben ist irgendwie mal alles kacke. Ja, dann klappt das jetzt hier schneller. Wir haben hier nochmal ein großes Gebirge. Drückt mal die Daumen nach oben, damit das hier klappt. Ja, hier können wir auch auf jeden Fall schön anlegen. Ohne Probleme. Können wir schon ein bisschen langsamer werden. So, und jetzt einfach so ranfahren lassen und dann springen. Ja, perfekt. Das ist wirklich besser so. Ja, ich lasse dich in Ruhe. Friss weiter Gras. Schön, direkt nächstes Gebirge. So kannst du doch die ganze Zeit mal laufen. Nicht immer nur Ebenen, Ebenen, Ebenen. Guck mal, Ebenen. Sondern wirklich mal... ein bisschen Gebirge. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir hier hoch? Ich meine, das ist vom Spiel wahrscheinlich eigentlich auch nicht so gedacht, wie ich das hier mache. Ach, ich bin auch dumm. Wir wollten doch gleich mal Lebensmittel zu Hause machen. Naja, egal. Jetzt haben wir zumindest ein Portal und können schnell wieder zurück.
Immer so Stück für Stück. Ah, nein! Holy shit! Boah, ist das fies. Boah, ist das fies. Alter, bin ich erschrocken, ey. Schuldigt, Leute. Schuldigt. Todeskido-Trophäe, die erste. Bist du hier mitten im Gebirge am Klettern? Auf einmal kommt so ein Todeskido. Aber auch von dem hätten wir jetzt mittlerweile locker zwei, drei Stiche ausgehalten. Also, auch Ebenen müssten mittlerweile echt machbar sein für uns. Ich meine, wir haben diese ganze Wolfsrüstung auf der 4. Wäre schlimm, wenn nicht. Aber cool, dann können wir demnächst vielleicht auch wirklich mal noch ein paar Ebenen erkunden. Also ich meine, wenn wir jetzt ein Gebirge sehen, was wieder mitten in den Ebenen steckt, dann brauchen wir da auch nicht mehr so dolle Angst haben, weil vor den kleinen Kobolden... Nein, 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 bleib stehen. Ja, vor den kleinen Kobolden mache ich mir jetzt nicht so doll in die Hose. Es waren tatsächlich immer eher die Todeskidos, die mir da Sorgenfalten auf der Stirn gemacht haben. Aber wenn die mittlerweile auch relativ easy sind, dann steht auch nichts mehr im Weg, um da auch mal ein bisschen durchzugucken. So, komm, jetzt mach mal hinne hier. Es wäre schön, wenn wir irgendwann oben ankommen. Ich weiß nicht, wir können die Wünschelrute nochmal anhauen. Jetzt haben wir gerade verbessert. Sprinten auf 74. Wir nähern uns den 100. Guck mal, und hier blinkt es schon wieder. Welche Richtung? Eher so die Richtung. Ich mache jetzt einfach mal hier einen Punkt. Silber. Guck mal, ein kleines Gebäude mit ganz vielen Steinen. Was auch immer hier passiert ist, wahrscheinlich das Gebäude eingerissen. Also ich suche ein Gebäude mit Stein, aber nicht auf die Art und Weise. Vielleicht ist das ja ein Wink mit dem Zaunsfall vom Spiel. So von wegen, mein Freund, du bist nah dran. Mach bloß mal deine Klotzen auf. Da unten irgendwas? Es ist, glaube ich, nur ein Stein, also ein großer Berg. Och, Menno, ich habe mich schon wieder gefreut. Ey, wenn ihr ein Pulsmesser hier dran hättet, glaubt mir, ihr hättet gesehen, wie der gerade ausgeschlagen wäre. Weil ich mir dachte, wir sind ganz oben auf einem Berg und finden einen Stein, aber es sind alles nur diese dummen Steine. Das kann doch nicht sein. Ja, Ulf. Ulf und der große Drachen. Weiß nicht, wir können es uns ja mal durchlesen. Ich habe die jetzt in letzter Zeit immer ignoriert, weil da überall dasselbe drauf stand. Diese Stelle markiert den Ort, an dem ich Ulf zuerst den großen Drachen erblickte. Während meines dritten Sommers in Valheim, sie machte ja Rast, um einen Haufen Exkremente zu hinterlassen, der aus dem Knochen von Hirschen und Wildschweinen und dem Schädel eines Grauzwergs bestand. Ich werde mich diesen Ort nie wieder nähern. Okay, vielleicht ist es ja wirklich ein Tipp, dass der Altar hier irgendwo ist. Hätten wir vielleicht die ganze Zeit schon mal lesen sollen. Stand bei den anderen wahrscheinlich G3 Meter links. Guck mal, da unten ist ein Gebäude. Und dort schimmert auch irgendwas rot. Ich glaube, wir nähern uns. Ja, vielleicht stand auf den anderen Stein wirklich G3 Meter links. Da steht der Stein und ich habe es die ganze Zeit übersprungen. Oh, ich sehe da was schimmern. Ich glaube, da schimmert es rot im Gebäude. Oh, oh. Leute. Ah, es ist direkt der Altar. Ach, danke Spiel. Danke, wir haben es geschafft. Willst du mir jetzt sagen, dass hier drüben der Stein steht, der das hätte markiert? Ja, komm, das ist nicht euer Ernst. Als hätte man das nicht gesehen. Geilo. Utorga hier drin, was macht ihr denn hier? Friert ihr nicht ein bisschen? Ich muss aber trotzdem aufpassen. Wie jetzt? Und noch ein Drache hier drin? Nee, der ist nicht mit drin. Ist von irgendwo anders. Wo ist er denn? Ah, hier, hallo. Sag doch das nächste Mal, hallo. Ah, Ausdauer gleich leer. Wir haben den Stein gefunden. Ah, ich freue mich, Leute, wirklich. Ich freue mich. Es geht voran, dann können wir jetzt hier bald die Drachenmutti killen. Und wir können vor allem direkt das Portal hier hinstellen. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal hier hin. Und es sagt uns, es ist hier drüben.
Und noch ein paar Zwiebelsamen. Geil. Ach Mensch, gleich alles auf einmal. Ja, das Coole ist, dass wir natürlich auch direkt in der Nähe sind von der Mutti. Was wiederum bedeutet, wir müssen da nicht nochmal weit reisen. Hätte auch sein können, wir finden den Stein hier und das Spiel sagt, die ist da oben. Aber so haben wir das gleich. Komplett. Können uns hier auch direkt das Portal, wir bauen es mal hier hin. Achso, ich wollte schon sagen, warum kann ich denn jetzt kein Portal bauen? Boah, schon wieder Puls gekriegt gerade. Dachte schon wieder irgendwas vergessen. Nee, geil, dann können wir doch jetzt das Portal noch aufstellen, machen nach Hause. Schon mal ein bisschen Lebensmittel vorbereiten und dann geht's nächste Folge hier die Drachenmutti besiegen. Und wenn das erledigt ist, haben wir hier auch gleich ein paar Ebenen, die wir noch durchstöbern können. Auch Holz. Komm, hier die Trophäe weg. Braucht kein Mensch. 9-mal. Natürlich 9-mal. Da haben wir es geschafft. So, Werkbank. Wir bauen das hier mit hin. Bisschen Abstand. Zur Mutti. So, Steinsuche. Ich hab's mir gemerkt, Leute. Es macht langsam Fortschritte mit meinem Gedächtnis. Hier drüben ist der Altar gleich. Ich bin echt mal gespannt. Ich weiß wirklich noch gar nichts drüber. Ich würde jetzt einfach mal gute Pfeile herstellen. Hier kommen dann die 3 Eier rein. Okay. Perfekt. Ja, ich würde jetzt einfach mal ein paar gute Pfeile herstellen und Lebensmittel und dann gehen wir hier in den Kampf, ne? Also. Wir werden das schon schaffen. Knochenwanst war echt eine harte Nummer. Und alle anderen sollen ja nicht mehr so schwer sein. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Es werden ja wahrscheinlich noch ein paar Endbosse dazukommen mit den nächsten Updates. Gut, dann machen wir jetzt Inventar leer. Hauen die Zwiebelsamen noch mit hier rein. Und stellen uns mal noch ein paar schöne Sachen her. Wir können gleich mal gucken mit dem Schlangenfleisch. Dass wir uns da was Ordentliches draus basteln. Zack, dann haben wir hier noch ein bisschen was Wertvolles. Ach, kommt. Ich dachte jetzt schon, was ist das für eine Musik? Da hinten kommen sie an. Ihr habt überhaupt gar keine Chance, Leute. Ihr wisst das auch. Trotzdem probiert das. Aber es gab wirklich keinen langen Kampf mehr. Nicht mehr. Ach Mann, was ist los? Lange keinen Kampf mehr. So rum. Boom, Headshot. Ich sehe wieder überhaupt nichts. Ja, macht mir nicht so viel Fassade kaputt, bitte. Muss ich alles wieder reparieren, Leute. Weiß nicht, kriegen wir die von hier getroffen? Ja, kriegen wir. Perfekt. Ui, jetzt ist was kaputt gegangen. Ui. Wir haben hier auch irgendwie gerade ein kleines Lebensmittelproblem. Jetzt hat er aber... Alter Schwede, machen die gerade viel kaputt. Beim letzten Mal haben die irgendwie so ein bisschen gebackt. Da haben die fast gar nichts gemacht. Also ein kleines bisschen haben sie kaputt gemacht. Ich komme nicht hoch. Komm, der da drüben jetzt erstmal weg. Der hat noch 1 Millimeter Leben. Alter, Leute. Bleibt mal ruhig. Ich habe halt einfach keine Ausdauer, ne? Was soll... Hä? Warum? Ist das jetzt noch ein neuer? Ich glaube, wir müssen die echt mal weglocken von der Basis. Die machen mir hier gerade einfach zu viel kaputt. Ich finde das... Leck. Ich finde das gerade nicht so nice. Nee, wir müssen die mal weglocken. Ach, Menno. Jetzt müssen wir die Folge noch uns mit den Biestern hier rumschlagen. Beim haben wir kaum Ausdauer. Kommt, Leute. Ja, dann müssen wir die... Oh, guckt euch mal an. Menno. Nein, es hält trotzdem, ne? Egal was für ein Angriff, auch selbst wenn die oben alles kaputt gemacht hätten, in die Basis reinkommen die nicht. Ich denke, wir haben uns schon das Beste an Mauer so gebaut, was man so machen kann. Ja, wir sind halt nass und haben nur... Oh Gott. Mensch, Leute. Nass, nur 2 Lebensmittel. Und jetzt kommen ja auch noch tausende Nixen, die mir richtig auf den Keks gehen. Ja, Wildschwein, greift den Troll an. Schade.
Weiß nicht, wollen wir mal einen Frostpfeil draufhauen? Dann können wir mal vergleichen, wie der Schadensunterschied so ist. 86. War der komplett durchgespannt? Ich glaube schon, ne? Zu 64. Also die machen schon gut Schaden, ja. Ach, Menno. Der hier hat zum... Oha. Will es halt im Nahkampf versuchen, aber wir sterben hier noch. Ja, die machen zu viel Schaden. Ich sag's euch, wir sterben gleich. Warum haben wir denn so wenig Ausdauer? Menno, und wir sind hier schon wieder in der Überminute. Kommt, Leute. Kann doch nicht sein, dass wir so lange an zwei Trollen hängen. Wollen wir uns mal fix noch eine Erdbeere mit reinfuttern? Zumindest noch mal ein bisschen mehr Ausdauer. Ah, ich hätte die von Anfang an weglocken sollen. Das merke ich mir auf jeden Fall fürs nächste Mal. Jetzt haben die schon wieder so viel kaputt gemacht. Ich meine, wir können das alles einsammeln und so, aber es ist halt trotzdem wieder Arbeit, die nicht hätte sein müssen. So, du bist jetzt auf jeden Fall weg. Komm, der haut noch mal Vergiftung rein. Jawohl. Und jetzt machen wir den noch tot und dann ist ja erstmal Schluss für heute. Ach, Mann. Ich fand das vor dem Update irgendwie cooler, als man schneller Bogen spannen konnte. Gut, haben wir. Dann holen wir uns mal noch schnell die Münzen. Zack, wird wieder schönes Wetter, ne? Es liegt irgendwie an den Trollen. Die sind so groß, die haben die Sonne versperrt. Na gut, Leute, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Wir haben eine Schlange besiegt, wir haben den Stein gefunden und einen Trollangriff überlegt. Überlegt? Überlebt? Ich glaube, sehr viel mehr kann man nicht schaffen in einer Folge. Oder vielleicht doch. Aber ich freue mich. Nächste Folge geht's zur Drachenmodi. Schaltet morgen 19 Uhr wieder ein, dann seht ihr's. Bis dahin. Macht's gut.